Hallo Gaming-Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Nachdem ich ja so überrascht war, wie gut doch Throne and Liberty ist, beziehungsweise mich dieses Early Game, das Leveling, so in den Bann gezogen hat, bin ich euch ja noch ein Video schuldig, denn jetzt konnte ich einige Zeit im Endgame verbringen, über 100 Stunden, ja, die ersten epischen Items mir erfarmen, ergrinden, erarbeiten, und deshalb wollte ich euch heute ein Update geben. Wie ist eigentlich Throne and Liberty im Endgame? Totaler Trash oder hat es doch Potenzial, uns für einige Zeit Spaß zu bereiten? Und deshalb auch dieses Video. Ich konnte meinen ersten Char auf Max Level bringen. Ich habe jeden Endgame Dungeon gemacht. Ich habe PvP gespielt, weil ich in einer Top 10 PvP Gilde war. Ich sage extra war, weil ich meine eigene Gilde gegründet habe, weil ich gerne das ganze Gildenklima, den Aufbau, welche Buffs man verwendet und so weiter. Denn dieses Gildenmanagement-System, das PvP, das ist nochmal ein großer Bestandteil. Und deshalb wollte ich das selbst testen. Deshalb habe ich eine eigene Gilde gegründet und bin da raus. Aber habe PvP testen können. Ich habe Weltbosse gelegt, wir den neuen Arc-Boss gespielt. Eigentlich alles das gemacht, was man in Throne and Liberty im Endgame machen kann und auch sollte. Und was einem auch Spaß bereitet. Und genau deshalb dieses Video. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir gehen auch direkt mal live ins Spiel rein. Dort zeige ich euch die ganzen Endgame-Aktivitäten live. Wir gehen auf alle einzelnen Aspekte ein und auch meine Erfahrung, meine Meinung dazu. Und dann könnt ihr euch sicherlich auch schon mal eure erste Meinung bilden. Aber ich muss immer sagen, man muss es immer selbst zocken, um das dann auch zu spüren, zu erleben. Ihr wisst, wir sind ja Spieler. Und am Ende des Tages, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche, diese so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Und wenn ihr richtig gut unterwegs seid, dann helft ihr mir. Mein Ziel ist es, dieses Jahr die 30.000 Abonnenten zu knacken, und das wäre natürlich extrem geil. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Support da lasst. Für mich sicherlich einer immer der schönsten und spannendsten Aspekte, und zwar die Dungeons. Ja, ich bin mit Raiden groß geworden, damals in WoW, und deshalb liebe ich das Raiden, liebe es, Bosse zu besiegen, und das ist immer für mich ein sehr spannender Aspekt, denn das ist schon ein wichtiger Teil für mich persönlich. Wie gut ist das Dungeon- und Boss-Design, und wie oft kann ich das grinden, ist es irgendwie gated und so weiter. Und da habe ich zwei, drei Dinge für euch. Hier sehen wir Spectre Abyss, das geht schon ab Stufe 20 los. Hier sieht man dann das Loot Table und hier sieht man dann die Tokens, die man braucht, dazu gleich noch mehr. Und dann geht es los mit Level 30, also auch im Early Game Level 40, und dann fangen die Endgame Dungeons an, wo man dann auch die Truhe bekommen kann, wo man seine epische Waffe lootet. So, und davon gibt es mehrere Endgame-Dungeons, und man sieht es hier sehr schön. Die erste Idee dahinter ist, die Spieler bereits ab Stufe 20 heranzuführen an die Dungeon-Welt. Und dann sieht man hier Spectre Abyss und Death Abyss. Ja, das sind eigentlich quasi die gleichen Dungeon-Namen, aber der eine im Early-Game und der andere im Endgame. Das ist ziemlich gut gemacht, denn hier zum Beispiel, ja, da wird der Spieler schon herangeführt, und später im Endgame-Dungeon, im 50er-Dungeon, ist es dann etwas schwerer mit ein, zwei mehr Mechaniken, aber trotzdem cool gemacht, ja, dass man schon hier einen Geschmack dafür bekommt, was einem im Endgame erwartet, und dann muss man es nur besser spielen, nochmal die ein oder andere Mechanik mehr beachten, also quasi der etwas schwere Modus, würde ich sagen. Und dann gibt es aber auch noch komplett andere Dungeons mit wirklich guten Mechaniken. Ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her ist gerade der hier relativ einfach. Ja, den sollte eigentlich jeder schaffen. Das hier ist ein purer DPS-Check zum Beispiel. Ja, und hier braucht man zum Beispiel einen guten Ping. Deswegen wird der hier nicht so oft gemacht. Da braucht man wirklich auch die ein oder andere Mechanik mit Fliegen und so weiter, die aber pingabhängig sind. Und ja, und die anderen Dungeons sind coole Mechaniken dabei, sehr, sehr coole Bosse, ja. Tyrants ist einer meiner Lieblingsbosse, und der Butcher, ja, also wirklich auch tolle Spielmechaniken und tolle Ideen dahinter. Aber vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, für jeden machbar. Mit etwas Übung, mit etwas Gear. Späterlich, je besser das Gear, desto einfacher wird das Ganze natürlich, ist ja klar. Aber vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, wenn man Raider war, ist es jetzt kein Problem. Wenn man neu im Spiel ist, kommt man auch gut klar. Ja, das erste MMORPG oder sonst irgendwas oder das erste Mal Dungeons macht, alles stressfrei.
Das Einzige, was, worum ich euch bitte, ist das Gaten. Ja, es ist schon hier sehr, sehr oft so, dass man nur bestimmte Voraussetzungen immer erwartet. Kennt alle Mechaniken und so weiter und so fort. Ich meine, irgendwo sind wir eine Community. Wenn nicht, meldet ihr euch bei mir im Stream. Ja, ich werde versuchen, Leute auch dort mitzunehmen, die das Game noch nicht kennen. Ne, weil ich hasse das, dieses Gatekeeping. Ja, ich meine, das ist hier nicht so herausfordernd. Man kann auch mal neuere Leute mitnehmen. Auch wenn man, klar, wenn man grinden will und wenn man das schnell durchziehen will, kann ich auch verstehen. Da hat man ja seine eigenen Gruppen. Aber vielleicht denkt man mal darüber nach, auch die ein oder anderen neuen Spieler mitzunehmen. Denn das Gatekeeping macht so das ein oder andere Spiel kaputt. Und ich will nur einen Hinweis darauf geben. Versucht auch ein gutes Spielgefühl zu erzeugen. Und ich denke, man kann den ein oder anderen mal mitnehmen zum Erklären. Dann gemeinsam ein Erfolgserlebnis zu haben. Ja, aber prinzipiell muss ich sagen, das Dungeon Design gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass hier noch ein schwerer Mode rauskommt. Ja, so ein richtig harter Hardcore, wie bei Lost Ark Hell Mode. Ja, das würde ich mir wünschen. Aber ansonsten, Dungeons schon mal auf jeden Fall eine 9 von 10. Ja, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Schwierigkeit am Ende des Tages. Wenn man den das ein oder andere Mal mit einer guten Gruppe gemacht hat, dann hat man den auch ganz gut raus. Aber man muss ihn ja auch grinden, und um den Loot zu bekommen. Da erzähle ich später mehr beim Craften. Und deshalb ist es auch okay, wenn das etwas schneller geht. Jeder Boss hat sein eigenes Loot-Table, was man hier dann einsehen kann. Ja, und da haben sie aber nochmal ein, zwei Sachen geändert, die ich sehr, sehr gut finde. Was sie zum Beispiel sehr, sehr früh geändert haben und was ein großer Schritt Richtung Free-to-Play und Richtung Community war, ist zum Beispiel die Änderung der Contract Tokens. Am Anfang konntest du, glaube ich, 1800 sammeln. Jetzt sind es 4500 und sie haben den Recharge auch erhöht. Ich glaube, von 600 auf 900. Ja, nagelt mich nicht fest. Ungefähr so war das. Und jetzt kannst du quasi 5 Tage lang sammeln, ohne Dungeons gehen zu müssen, ohne dass du dein Loot verlierst. Finde ich sehr, sehr fair an dieser Stelle. Ja, mit den 900 Tokens. Und du brauchst immer 300 Tokens, um dann halt quasi die große Loot-Truhe zu öffnen. Du kannst aber den Dungeon so oft gehen, wie du möchtest. Die Zwischenbosse droppen auch Gold, droppen auch kleinere Items und so weiter. Also das kann man sehr, sehr gut machen und das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. Hat mich sehr gefreut, dass sie das gemacht haben, weil das hat mir ein positives Gefühl gegeben einfach, ja. Und das Zweite, was sie geändert haben, sind diese Dimensionskristalle. Und zwar kann man damit dann auch nochmal die Truhe craften. Also man ist nicht mehr auf sein Glück angewiesen, sondern man braucht 40 Kristalle. Ich habe auch schon über 40 Kristalle erfarmt. Also auch, ich zocke wirklich jetzt, ich habe am Anfang hart gesuchtet, muss ich sagen, aber ich zocke mittlerweile völlig relaxed. Und wenn man dann die Dungeons macht, kriegt man meistens so ein Kristall, oder ich glaube immer. Und dann kannst du diese Truhe auch craften. Das heißt, man weiß genau, was man sich ergrindet. Man weiß genau, okay, ab 40 Kristallen habe ich auch endlich meine Waffe. Und das fand ich auch einen sehr, sehr guten Move. Vorher waren es nur diese beiden Ringe. Sehr intelligent gemacht. Ein großer Schritt, finde ich, Richtung Free-to-Play, Richtung Casual Gaming. Was aber völlig in Ordnung ist. Denn es ist trotzdem Arbeit, die 40 dimensionalen Kristalle zusammen zu grinden. Dann gibt es noch so einen Boss-Tower. Ich liebe das ja. Ne? So ein Tower, wo man sich immer weiter voranarbeitet mit unterschiedlichen Bossen. 20 Bosse an der Zahl, die kann man einmal spielen. Ich hoffe, dass sie das auch erweitern. Am Ende kriegst du dann auch nochmal so einen schönen Morph-Skin mit so einem Säbelzahntiger. Nochmal ein bisschen Loot dazu. Also schon eine schöne Belohnung. Ist nur nicht ganz so einfach aktuell in Korea, weil manche Bosse so Mechaniken haben. Da musst du springen, ansonsten bist du One-Shot oder sonst irgendwas. Zumindest im Level-Bereich, wo der Boss ist. Und da spielt der Ping manchmal nicht mit. Und deshalb zum EU-Release relativ relaxed zu zocken. Ist keine Endgame-Aktivität in dem Sinne. Ich wollte sie aber mal kurz mit einbringen. Wenn wir gerade beim Thema Dungeon sind, können wir direkt auch die Open-World-Dungeons mitnehmen. Die sind einfach riesig, muss ich wirklich sagen. Ja, zum Beispiel ist diese ganze Insel der Open-World-Dungeons, sieht aus wie Jurassic Park mit so Echsenwesen. Ja, hier, das geht richtig tief runter in Xeloys Abyss. Wahnsinnig viele Stockwerke mit vielen Mobs und kleineren Bossen. Also auch ziemlich cool mit unterschiedlichen
unterschiedlichen Mechaniken. Ja, hier zum Beispiel musst du 20 Mobs besiegen, um dann den Boss zu beschwören. Empfiehlt sich auch in der Gruppe. Und dann gibt es dazu auch noch diese Tokens. Also das kannst du die ganze Zeit spielen. Und wenn du diese Tokens hier hast, und davon gibt es mehr als genug, ne, hast du nochmal einen XP-Zusatz, also Wachstum, plus du bekommst hier dein Soland, dein Gold quasi, kannst du hier super grinden in den Open World Dungeons und macht auch eine Menge Spaß, unterschiedliche Mechaniken, wirklich groß, riesig, lohnt sich auf jeden Fall mit der Gruppe und zum Beispiel in der Nacht ist dann dort, bei dem einen oder anderen kannst du nicht reingehen oder dort ist PvP aktiv, also auch ganz cool gemacht. Und das macht natürlich dann Spaß, überraschenderweise intensiv, aber da braucht man wirklich, meiner Meinung nach, da kannst du auch alleine reingehen, weil du kannst dann mitkloppen, wenn dann irgendwelche Bosse da sind. Hier, ich glaube, der ist gerade zu hier am Tag, ne? Ich meine, der hier wird zu, genau. Ah, nee, den kannst du zum Beispiel nur besuchen, wenn es regnet. Also das ist ziemlich cool gemacht, ja. Und deshalb, wie gesagt, auch eine gute Endgame-Aktivität. Da kann man wirklich Stunden drin verbringen. Lass uns noch über die unterschiedlichen Events sprechen. Wir haben hier den Gigantriten zum Beispiel. Das ist dieser Wal, der aus dem Wasser kommt, dann über die Welt fliegt. Der soll euch eigentlich zur Insel bringen. Es gibt noch einen geheimen Zugang zu der Insel. Das ist eigentlich nicht so gewollt. Wahrscheinlich werden sie es auch noch fixen. Normal sollst du mit dem Wal dann zur Insel fliegen, also dass die Spielwelt auch diese ganze Ökonomie miteinander irgendwie verschmelzt und der hat dann auch nochmal einen Mehrwert, der gibt einen Buff auch dieser Wal, ja, und mit dem kann man dann hier rumfliegen. Der hat auch eine Quest und so weiter. Dann gibt es diese einzelnen Events, das sind diese Grind-Events, die haben unterschiedliche Aufgaben. Ja, bei dem einen musst du die Mobs killen, bei dem anderen musst du das sammeln, aber eigentlich sind das pure Grind-Events. Wer dann am meisten gegrindet hat, der bekommt dann bessere Belohnungen. Und da seht ihr hier einmal diese Taube, die Friedenstaube. Das bedeutet, dann ist dort kein PvP angesagt. Aber es gibt auch PvP-Events. Das seht ihr an diesem Konfliktzeichen, die zwei Schwerter. Und da ist es dann so, da kann man dann gegen die anderen Gilden auch kämpfen während des Events, um sich da den Platz vorne gemeinsam zu sichern. Ziemlich spannend, ziemlich cool gemacht, dass du es auch aussuchen kannst. Machst du ein Peace-Event oder machst du ein Konflikt-Event? Und beides hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Manchmal hatte ich einfach keinen Bock auf PvP. Manchmal hatte ich mega Bock auf PvP und dann bin ich da reingegangen. Prinzipiell, wenn die Gilde was ansagt und das ist eine PvP-orientierte Gilde, sollte man natürlich dort unterstützen. Das ist natürlich klar. Dann gibt es noch die PvP-Events, diese Stützpunkt-Events. Das sieht man dann hier. Ja, und diese Gilde hat hier zum Beispiel diesen Stützpunkt hier. Dafür kriegen die einen besonderen Effekt. Dafür kriegen die Ressourcen pro Stunde und auch Gildenaktivitätspunkte. Damit steigt die Gilde dann im Level. Die Frage ist hier, braucht man PvP im Endgame oder nicht? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sag so, wenn du das komplette Throne and Liberty-Erlebnis haben möchtest, ich sag, wenn du dieses komplette MMORPG-Feeling haben möchtest mit Kämpfen, was mit der Gilde erreichen, ich glaube, dann gehört PvP schon dazu. Ich bin aber ein Stück weit zurückgekommen, weil einige immer erzählt haben, ja, du brauchst unbedingt PvP, PvP ist das Endgame und so weiter. Ich sehe das nicht ganz so. Ich finde, du hast sehr, sehr viel auch PvE-Content. Ich glaube, da werden sie auch noch einiges bringen und eine Menge zu tun. Ja, die ganzen Sidequests, die ganzen Entdeckungen, der Lithograph, das ganze Gegrinde und so weiter. Ja, die Dungeons, all das, was ich jetzt schon mal angeschnitten habe. Du hast eigentlich so viel zu tun, dass du nicht unbedingt PvP spielen musst. Für ein komplettes Gefühl von Throne and Liberty, ich mag auch PvP, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das ist so das endgültige Gefühl, wenn du dann mit einer Gruppe da reingehst und dann wirklich diese Kämpfe durchziehst. Gerade bei den World Bossen ist das massiv, ja, und dann hier sowas spielst, ne, so ein Punkt mit deinen Alliierten. Und das ist ja, ich sag mal so, das ist ja kein Arena-Kampf oder individuelles PvP, das ist ja schon so Massen-PvP, ne. Du gehst ja mit ein paar Leuten hin und dann knallst du da rein und fängst Leute ab und so weiter, positionierst dich an strategischen Punkten. Das ist schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ja, mehr Zerg-PvP anstatt individuelle Klasse und Kampf. Natürlich hast du schon die 1v2, 1v3-Situation, aber eher weniger.
Meistens laufen die doch in Gruppen rum und dann geht's da zur Sache. Also das ist dann halt so eine Frage, ne, ob man es mag oder nicht mag. Ich denke, die werden noch Arena-Kampf und so weiter später bringen. Ja, als nächstes steht hier dieser Belagerungskampf an. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Es gibt ja dieses Auktionshaus mit Soland, das ist ja diese Echtgeldwährung in Anführungsstrichen. Du kannst dir natürlich auch Sachen hier ergrinden und verkaufen. Und darauf zahlst du Steuern. Und wer diese Burg dann hat, der bekommt dann die Steuern in der Gilde. Und das gibt ein riesiges Spektakel hier an dieser Stelle. Ja, das ist natürlich dann ganz cool. Und das ist natürlich auch ein extrem relevantes Erlebnis. Extrem krass. Ja, große Gilden können Alliierte dazukaufen und mit denen dann verhandeln, wie viel Soland sie dann bekommen und so weiter und so fort. Also schon ein ziemlich diplomatisches Gefüge. Die Frage hier, und das ist die kritische Frage am Ende des Tages, wie krass dominieren riesige Gilden dann das Spielgeschehen? Ich habe davor weniger Angst, weil ich, wie gesagt, so sehe, dass du auch viel zu tun hast, auch als kleinere Gilde mit ein paar Kumpels hier bestehen kannst. Aber wie gesagt, ich glaube, um das endgültige und das komplette Spielgefühl zu haben, macht es schon Spaß, an dem einen oder anderen PvP-Event teilzunehmen und auch den einen oder anderen auch einfach für Prestige, ne? Wenn hier deine Gildenflagge steht und jeder das sieht, das ist schon cool. Ja, das macht dann schon Spaß. Dann haben wir hier auch noch die World Bosse auch wieder als Konflikt oder als Peace Event. Ja, und da könnte ich natürlich vorstellen, dass beim World Boss wirklich richtig was abgeht. Ja, wenn man den dann macht als Konflikt. Also da sind dann wirklich viele Gilden, die dann um den World Boss oder mit dem World Boss dann halt PvP machen. Wahnsinnig krass. Ja, aber finde ich gut, dass sie uns hier die Entscheidung gelassen haben. Dann kann man da draufklicken, dann kann man sich das Loot-Table auch hier anschauen. Sowieso auch bei den ganzen Mobs, die man grindet, ne, kann man sich immer das Loot-Table anschauen. Ja, man geht einfach drauf und dann sieht man genau, was sie droppen. Denn das Gear ist dann das tatsächliche Endgame. Dazu komme ich aber gleich noch, nachdem wir die ganzen unterschiedlichen Aktivitäten besprochen haben. Denn der Gear-Grind und Aufbau, das ist dann wirklich Endgame. Dann haben wir noch die Ark-Bosse. Die gibt es einmal in der Woche. Die haben auch nochmal besondere Waffen und einzigartige Gegenstände, um nochmal einzigartige Waffen dann auch herzustellen, die speziell nur über den Boss erhältlich sind. Und die kommen einmal in der Woche, natürlich auch als Peace and Conflict. Und wirklich krass gemacht. Ja, hier zum Beispiel der Desert Overlord, ne, die Queen, der Sandwurm, richtige Dune-Vibes. Auch wenn man mal bei dem Sand oder hier bei dem Dune-Event war und auf einmal der Sandwurm da durchzieht, ist einfach schon ein intensives Gefühl, muss man sagen. Auch grafisch sehr gut gemacht. Wo wir gerade bei den Ark-Bossen sind, muss ich sagen, Updates, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil für uns. Bis jetzt kam jede Woche irgendwie ein Update raus, wo entweder Balancing betrieben worden ist, Verbesserungen, Veränderungen, neuer Content. Ja, wie zum Beispiel diese ganze Insel, die ich gesagt habe, die gab es zum Release noch nicht als Open World Dungeon oder dann die Ark-Bosse und so weiter. Ich glaube, dass auch viel Content in der Hinterhand da ist, um hier kontinuierlich einen Content-Fluss zu halten, was mir natürlich ein extrem positives Gefühl gibt, dass hier an dem Spiel gearbeitet wird. Dann gibt es auch noch die Aufträge, die Contracts. Da sammelst du einmal unterschiedliche Loot-Möglichkeiten. Hier kannst du auch so eine Loot-Münze bekommen. Da sind dann auch epische Gegenstände mit einer geringen Wahrscheinlichkeit drin. Ja, deswegen lohnt es sich immer hier zu refreshen. Vielleicht haben wir gerade Glück. Ne, ist kein Star. Aber das kommt schon nicht ganz unhäufig, dass du dann so eine Glücksmünze da drin hast und die gibt dir dann aus dem Loot-Table unterschiedliche Möglichkeiten der Rarität, was zu gewinnen. Dann hast du hier Contract Points, dafür kannst du auch wieder Materialien kaufen, um zu craften und hier grindest du quasi auch die Abyss-Punkte. Du kannst 60 Contracts ansammeln, auch über 6 Tage, denn wir kriegen täglich 10 Contracts und ich glaube, wenn man bestimmte Quests macht, kriegt man auch nochmal Contracts Punkte hinzu, die man dann machen kann. Also auch hier wieder eine Menge zu tun. Dann haben wir auch noch die Gildenbosse, die kann der Gildenleader in der Gildenbasis dann beschwören. Und hier besteht dann die Möglichkeit, auch nochmal extra Loot zu bekommen, die unterschiedlichen Set-Teile und so weiter. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, denn die haben, glaube ich, eine 100% epische Drop-Chance, aber ja, dann halt unterschiedliches Gear. Deswegen sucht man sich dann unterschiedliche Bosse aus. So haben wir es dann immer gemacht, je nachdem, wo gerade viel Need drauf ist.
um dann den Loot zu bekommen. Und das haben wir dann je nach Gildenaktivität aufgeteilt. Es geht dann in die Gildenbank und der Gildenleiter kann das dann verteilen. Dann gibt es noch den Codex. Gerade Exploration ist wichtig, ja, dass man hier die Aufgaben macht, denn da kriegt man nochmal unterschiedlichen Loot. Und da gibt es auch nochmal den Lithographen. Ja, da kann man Gear, was man gegrindet hat, dann hier einsetzen und dann bekommt man nochmal extra Loot. Ne, wie ihr seht, kann ich jetzt diese Brust nochmal einsetzen, dann bekomme ich hier epische Materialien und so weiter. Das ist eine Menge Grindarbeit, hier den Lithographen dann zu füllen. Manche Sachen craftet man, manche Sachen farmt man und das ist davon abhängig, ja, aber da ist eine Menge Arbeit und dann kriegt man auch hier, wie gesagt, je nachdem, was man dann hier einsetzt, epischen Loot, um dann seine Sachen zu verbessern. Und da gehen wir eigentlich jetzt über in das End-End-Game. Jetzt kommen wir zum End-End-Game, das, was wirklich dann die Perfektion ist, und zwar die Affixe, die Traits auf die Items zu bekommen. Ich zeige euch das mal am Beispiel dieser Waffe hier. Jetzt ist mir diese Waffe gedroppt hier mit Cooldown Speed. Ihr seht den Trait, ja, Cooldown Speed, das ist schon mal sehr, sehr gut. Den Trait wollte ich gerne haben. Und hier steht dann die Trait-List, das kann man sich für jedes Item genau anschauen. Ja, auch woher diese Traits kommen. Aber jetzt muss man hier zwei Dinge unterscheiden. Ich hätte jetzt gerne meinen Stab hier mit Crit, Heavy Attack und Cooldown Speed. Das wäre für mich so der geilste Stab, den ich mir bauen könnte. Und jetzt ist die Kunst darin, hier diesen zweiten Trait freizuschalten. Und den bekomme ich nur, das ist jetzt dieser Stab aus der Truhe, die ich euch gezeigt habe, deswegen ist das ein schönes Beispiel aus den Dungeons oder aus den Kristallen, die ich mir machen kann. Und jetzt gehe ich hin und muss probieren, nochmal diesen Stab zu bekommen, genau den gleichen Stab, um dann hier den Trait freizuschalten. Die haben dann auch nochmal unterschiedliche Tiers, das bedeutet, die kann ich dann auch nochmal leveln, aber um den nächsten Trait, um den nächsten Affix freizuschalten, brauche ich genau den gleichen Stab, um dann hier das machen zu können. Um das zu ersetzen, wenn es episch ist, ist es kein Problem. Was dann passieren kann, ist, wenn ich jetzt hier das upgraden will, da gibt es dann unterschiedliche Items, die man dafür verwenden kann. Da brauche ich nicht das gleiche. Ich muss jetzt nur ein Item hier aus dieser Liste haben, um dann quasi, also quasi mit Cooldown Speed, ja, jetzt bräuchte ich diese Items hier alle, irgendeins davon, um Cooldown Speed, ja, weiter zu leveln auf meinem Stab. Und das ist dann quasi das End-End-Game, die drei Traits in Perfektion und diese drei Traits dann auch nochmal zu leveln und das dann für jedes Gearstück. Ja, hier zum Beispiel habe ich einen Ring, den habe ich schon zwei, dreimal gedroppt bekommen. Und da versucht man dann die drei Traits zu bekommen. Deswegen ist auch hier die Empfehlung, eigentlich blaues Gear aufzubauen. Ja, da die drei Traits, weil gutes blaues Gear mit Stufe 9 ist stärker als episches Gear mit schlechten Traits. Ne? Und das ist so quasi eigentlich das erste Ziel, was man hat. Aber um euch das zu demonstrieren, um euch das zu erklären und die epischen Teile, die sind wirklich nicht so einfach zu bekommen. Ich habe zwar schon einige, aber die sind nicht optimal. Normalerweise sind da blaue Items auch noch stärker. Und da muss man dann ständig überlegen, was macht man, was bringt einem Vorteil, wo ist der Boost, ja, kann ich damit gehen, auch wenn ich nur ein Trade habe und so weiter und so fort. Und hier holt man dann nochmal immens viel Power raus. Also, um den Trade freizuschalten, braucht man nochmal das identische Item. Um die dann zu leveln, kann man Items mit geringerer Rarität auch finden, das habe ich ja gezeigt. Und da ist das Einzige, wo es dann möglich ist, dass hier das dann failt. Ne? Und dass man dann hier Blessings aufbaut, also Fail-Stacks. Irgendwann schlägt das dann nicht mehr fehl. Aber hier, das sind die einzelnen Fail-Stacks, die man aufbaut beim Leveln dieser Tierlist, wenn ihr dann eine geringere Rarität reinklatscht. Als Beispiel, ich habe jetzt ein Item mit Cooldown Speed aus dieser Liste, die ich euch gezeigt habe. Das Item ist aber nur blau. Das bedeutet, hier besteht dann die Möglichkeit, das wird dann auch angezeigt, dass das dann fehlschlägt und dann sammle ich dafür Blessings und irgendwann schlägt es nicht fehl. Ist aber das Item, was ich hier rein transferiere, um das hier zu leveln, auch episch, dann gibt es keinen Failstack, dann schlägt das zu 100, also dann funktioniert es zu 100%. Ja, und das ist quasi das End-End-Game, sein Gear nach den Trades aufzubauen
und da was Perfektes zu zaubern. Neben dem Gear versucht man natürlich auch noch seine Waffe dann auf das maximale Level zu bekommen, um dann hier die tollen Boni einzukassieren. Seine Offhand-Waffe, seine Skills und seine Passiven, die man dann aktiv hier spielt. Und da legt man dann natürlich eine Reihenfolge fest, ja, was möchte ich zuerst nach oben bringen, was bringt mir zum Beispiel als Damage-Dealer den meisten Schaden, das sieht man dann hier auch nochmal schön aufgeschlüsselt, welche Werte hier zusätzlichen Schaden bringen, was die Waffen bringen, ja, mit den unterschiedlichen Skill-Trees und so weiter. Ne, das versucht man dann natürlich auf der einen Seite nach oben zu bringen. Hier gibt es auch keine Fail-Stacks, was ich sehr belohnend finde, sondern hier sammelt man dann fünf epische Bücher. Dann geht es hier los und dann steht da zum Beispiel, ich habe eine 40% Chance, einen Common Drop zu bekommen oder einen Greater oder ein Special, und dann steht dann genau, wie viel das dann wächst. Also es wächst immer. Man hat immer die Chance, sich zu verbessern, wenn man grindet. Das finde ich viel belohnender als irgendwie bei Lost Ark, wo dann halt gefailt wird. Und ich weiß nicht, klar, irgendwann schon, aber man muss immer hinarbeiten. Es kann sehr oft passieren, dass man halt diesen Fail-Stack-Sammlung machen muss, um dann 100% zu bekommen. Und deshalb finde ich das hier wirklich belohnender am Ende des Tages, weil du weißt, okay, ich habe jetzt 5 Bücher gegrindet und ich komme wieder ein Stück voran. Komme, was wolle. Ich werde immer für meine Arbeit belohnt und das ist wesentlich belohnender am Ende des Tages. Außerdem, ich persönlich mag halt diesen Dungeon Grind, weil man muss Bosse machen, man muss Mechaniken spielen und das liebe ich halt. Ne? Und man hat immer was zu tun, wie gesagt. Also ich habe euch ja jetzt wirklich viele Aktivitäten genannt. Ich glaube, ich habe auch nichts Großartiges vergessen und ihr seht ja schon anhand dieser Fülle, dass man wirklich einiges zu tun hat. So, das Wichtigste, das Fazit. Macht mir Thrawn in Liberty noch Spaß? Auf jeden Fall. Ja, gerade jetzt, wo ich nochmal eine neue Gilde aufgemacht habe, mit den Freunden zu grinden, ist nochmal geiler, ja, weil die auch angefangen haben, weil das Game wahrscheinlich ja nochmal verschoben wird auf das zweite Quartal. Und ja, ey, das bietet wirklich viel. Nee, ich habe wirklich auch hart reingesuchtet, nachdem ich angefangen hatte in meinem Urlaub. Und im Stream ja auch. Und habe auch schon den zweiten Char angefangen, um nochmal schneller Waffen testen zu können. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Und ich muss sagen, auch das Endgame, die Endgame-Aktivitäten, das, was ich euch heute vorgestellt habe, das macht mir extrem viel Spaß. Das Worldbuilding sieht einfach toll aus. Ich mag es einfach in dieser ganzen Atmosphäre zu grinden, zu spielen. Und dann noch die PvP-Elemente. Also wenn man sich da eine schöne Gilde zusammensucht mit korrekten Leuten, dann ist das wirklich ein sehr, sehr cooles Game. Wenn natürlich jetzt auch immer wieder Content nachgeschoben wird, was aber bis jetzt unter Beweis gestellt worden ist. All diese Aktivitäten wirklich 1A. Für mich könnten die Dungeons noch ein bisschen schwerer sein. Da hätte ich gerne noch eine größere Herausforderung. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Ich bin hier komplett Free-to-Play drin. Ich habe keinen Battle Pass, ja, gekauft. Ich habe hier kein Bonuspaket gekauft, kein Level-Paket oder sonst irgendwas. Ich konnte den kompletten PvE-Endgame-Content spielen, ohne einen Euro zu investieren. Eigentlich habe ich hier 150 Spielstunden drin, ohne jemals was bezahlt zu haben. Und das auch noch in einem guten Game. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Ey, wo kriegt man das denn heute noch? Ehrlich jetzt. Ja, normalerweise, keine Ahnung, in Lost Ark brauche ich 3 Chars, um auf den Gearscore zu kommen, um dann am Endgame-Content überhaupt teilzunehmen. Ja, oder damals, als Argos rauskam, mussten wir, und wir haben wirklich gesuchtet, investieren, um an den Gearscore zu kommen. Ja, muss man ganz klar sagen. Also, das ist hier ein bisschen anders. Und das gibt mir schon ein sehr gutes Gefühl, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und auch diese permanenten Updates und so weiter, das Balancing. Ich muss sagen, Throne and Liberty in meinen Augen hält mehr oder gibt mir mehr, als das ich erwartet hätte. Und gibt mir das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ne? Spielen ist immer subjektiv. Ob euch das dann am Ende des Tages gefällt oder nicht gefällt, das hängt natürlich an euch. Ne, aber mir macht Spaß. Ich habe kein Euro bis jetzt investiert. Hatte mega geile Dungeons, mega geile Fights. Ja, coole Bosse, coole Bossmechaniken. Also, was soll ich denn jetzt meckern an dieser Stelle? Ne, das wär ja Quatsch. Also, wie gesagt, es ist ein Versuch wert. Ne, ich kann euch nur sagen, das Game Design macht Bock.
Ne, gutes Feeling, Holy Trinity, Tank, Heiler, Damage Dealer, Old School, aber trotzdem cool. Ja, das Tap-Target-System mit dem Blocken, mit dem Kämpfen, dass da bestimmte Bosse, da muss ich springen, dann muss ich blocken, sonst sind wir One-Shot oder kriegen extrem Raid-DPS. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein anderes Gefühl. Ne? Man muss auch seine Morph-Techniken verwenden, ja, fliegen, um über Lava zu kommen und sonstiges bei Bossfights. Also ich finde es alles insgesamt intelligent, gut durchdacht und die Leute, die ich kenne, die das Game auch zocken, die sind auch begeistert und haben Spaß bis jetzt dabei. Und auch wenn es nur, ganz ehrlich, wenn es nur für 4, 5, 6 Wochen ist, dann ist es halt so. Aber dann hattet ihr 6, 7 Wochen oder 5, 6 Wochen ein gutes Game, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, wenn man da mal drin ist, wenn ihr einen einigermaßen guten Rechner habt, man braucht viel RAM. Ne? Ansonsten CPU-Auslastung relativ relaxed. Ich gucke hier unten drauf, weil da habe ich meinen Bildschirm. CPU ist gerade bei mir bei 1,1, 2,2%. GPU-Auslastung ist bei 44%. Das Einzige, was bei mir voll ist, und da war auch letztes Mal jemand im Stream, der gefragt hatte, ist der RAM. Der liegt bei 63%. Meistens liegt er so bei 22 GB. Ne? Aber hier ist sonst alles in Ordnung. Ich spiele mit einer RTX 4080. Und ja, aber wie gesagt, auf maximal und es sieht einfach auch fantastisch aus, also macht Bock und hier ist immer was los, also wie gesagt, Leute, und das ist jetzt nicht die Hauptstadt, also geht mal rein, ja, schaut es euch an, bei mir natürlich auf dem Kanal, alle Builds, die ich bis dahin testen konnte von den unterschiedlichen Waffen, die ganzen Tipps und Tricks, die ganzen Bosskites kommen hier auf dem Kanal raus. Vor dem Global Release, also seid ihr hier mit auch gut aufgestellt. Ihr seht ja auf Basis dessen, was ich euch auch erzähle, ich habe die Erfahrungen sammeln können und das macht mir natürlich Spaß. Supportet mich, wenn ihr Bock drauf habt, ja, lasst ein Abo da, würde mich natürlich freuen. Schaut gerne in meinen Stream vorbei, abonniert mich auf Twitch, ja, lasst ein Follow da, dann seht ihr, wenn ich online komme. Und ansonsten wünsche ich euch das Wichtigste, Gesundheit und Spaß, ja, also bis zum nächsten Mal, bye, euer Dreed, ciao.